Herzlich willkommen zum Küchentisch heute Abend. Küchentisch heute Abend. Das Format der Foodsharing Akademie und der Bildungs AG. Freuen uns sehr, dass ihr da seid. Genau, und jetzt, falls ihr gerade schon irritiert seid, ihr könnt oder falls ihr zum ersten Mal da seid, vielleicht könnt noch keine Webcam und noch kein Mikrofon aktivieren. Das kommt später. Aber dazu sage ich gleich noch was. Und hier mit mir am Küchentisch sitzen Christian und Stefan. Stefan gehört zur Foodsharing Akademie und Christian ist vom Aufstand der letzten Generation da. Er wird doch gleich sich vorstellen können. Genau, und ich bin da. Ich bin Simone. Heiße nur Foodsharing Akademie, aber ich bin Simone. Genau, ich möchte erstmal noch einleiten mit ein paar Worten zum Küchentisch und zur Technik und dann können wir auch ganz schnell übergehen auf den Aufstand, auf die letzte Generation und was damit so zusammenhängt. Ein kleiner technischer Hinweis schon mal bei den Shared Notes an der Seite, geteilte Notizen. Da haben wir euch einen Text und ein paar Hinweise reinkopiert. Und ganz wichtig ist uns ein Link zur Cloud, zu einem Formular, in dem ihr euren Namen und euren Wohnort angeben könnt, dass wir nachher wissen, wer heute da war und wir das quasi auch an unsere Sponsoren weitergeben können als Information. Das wäre super. Ich stelle euch den Link auch nochmal in den Chat. Dann könnt ihr da direkt drauf gehen und dann habt ihr das schon erledigt. Gut, wir sind am Küchentisch heute mit der letzten Generation. Es geht um Essen retten im Klimanotfall und auch viele, besser gesagt, viele andere Aktionen, vor allem im Klimanotfall. Und erst möchte ich noch darauf eingehen, was der Küchentisch so ist, anhand von einem Beispiel. Das kennt ihr wahrscheinlich schon, wer da so zusammenkommt. Zum Beispiel Ananas Anne. Sie ist einfach sehr bewegt vom Klimanotfall, von der Klimakrise, aber auch vom Aufstand der letzten Generation, hat davon gehört und will einfach mal wissen, wer jetzt eigentlich dahinter steckt. Und da hilft so ein Gesicht quasi schon. Sie ist einfach aus Neugier gekommen. Und es ist noch Lauch. Laura und Lars sind auch da. Die kommen einfach regelmäßig zum Küchentisch, sind mal gespannt, worum es heute geht und tauschen sich einfach danach gerne drüber aus. Deswegen kommen sie meist gemeinsam. Und so kommen ganz verschiedene Leute immer am Küchentisch zusammen zu verschiedenen Themen. Da könnt ihr euch auch gerne melden, wenn ihr einen Wunsch habt und eine Idee. Und so treffen wir uns immer am 21. des Monats für eine Stunde, um uns auszutauschen. Und so auch heute. Und zwar immer in zwei Teilen. Der erste ist jetzt heute eher ein Interview, sonst manchmal auch ein Vortrag. Der wird aufgenommen. Das heißt, es sind auch nur quasi wir als Teamer und die Referierenden sind mit Webcam und Mikrofon dabei. Das wird aufgezeichnet und danach stoppt die Aufnahme. Alle werden freigeschaltet mit Mikrofon und Webcam, wenn sie möchten. Und dann gibt es einen offenen Austausch. Also dann könnt ihr Fragen stellen. Wir gehen einfach in eine Diskussion oder ja, einfach in einen Austausch. Da freuen wir uns, wenn wir uns euch auch sehen können nachher. Freuen wir uns. Genau, so viel dazu. Heute eben bei uns die letzte Generation, der Aufstand der letzten Generation. Genau, leider ist der Titel noch falsch, aber die Logos sind schon richtig. Und unten drunter steht auch mit Aimee und Christian. Das ist aber auch nicht ganz richtig. Das kann Christian vielleicht gleich auch noch erklären, was da der Hintergrund ist. Also herzlich willkommen, Christian. Und als allererstes mal die Frage an dich: Wer bist denn du eigentlich? Dass wir dich gerade kennenlernen, mit wem wir es heute in dieser Stunde zu tun Ja, ich möchte das mal anfangen damit, dass ich sage, wer ich nicht bin. Ich bin haben. überhaupt niemand Besonderes und habe jetzt keine ganz spezielle Rolle oder bin allwissend oder sowas, ne? Das heißt, ich erzähle das einfach so aus meiner eigenen Perspektive. Und ja, da kann ich natürlich viele Fragen beantworten, aber ja, ansonsten bin ich einfach nur ich selbst, einfach nur irgendein Mensch. Genau, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wer ich bin 40 Jahre, ich habe zwei Kinder, ich bin verheiratet und wohne schon sehr lange in einem Haus, was ich nicht heizen muss, bin ich total dankbar für. Ich bin von der Ausbildung her Physiker und habe da ein bisschen Zeit in der Wissenschaft verbracht, aber in den letzten Jahren bin ich in die Softwareentwicklung gerutscht. Das heißt also eigentlich eher IT aktuell, aber ich habe mir auf jeden Fall den Wissensdurst aus der Wissenschaft erhalten und bin da immer ganz neugierig, was da draußen passiert.
Ja, und weil wir ja jetzt über Lebensmittel retten sprechen, ist für mich total wichtig, dass ich auch ein bisschen erzähle, wie ich dazu gekommen bin. Ganz früher war es halt so, dass ich mich politisch eigentlich nur über die schüchternen Medien engagiert habe. Also ich habe Petitionen unterschrieben, manchmal auch Petitionen gestartet und so und hatte immer das Gefühl, dass das reicht, ja. Und dann kam irgendwann so ein Erwachmoment, wo ich hier in Dresden gemerkt habe, dass super viele Lebensmittel weggeworfen werden. Und habe mich 2019 dann bei Foodsharing engagiert. Das heißt, also 2019 hole ich ab, habe mich aber dann nie getraut, auch mal wieder in die Mülltonnen zu gucken, weil mich das auch emotional ziemlich belastet hat. Aber mit den Abholungen habe ich ja die halbe Nachbarschaft glücklich gemacht, weil die alle sagen, wir haben die Zeit nicht, aber es ist schön, dass du das abholst. Kennt ihr ja vielleicht. Also da habe ich ganz, ganz viel Dankbarkeit bekommen, so eine schöne Gemeinschaft, sowohl unter den Foodsavern als auch unter den Leuten, die unter denen ich das dann hier verteilen kann. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Aber so im Oktober letzten Jahres kam dann nochmal das, wenn wir politisch nichts tun, dann ist das Abholen nur so halbwirksam. Und da kam dann die letzte Generation ins Spiel. Aber ich habe jetzt schon ganz schön viel erzählt. Simone, vielleicht möchte ich dir auch dazwischen mit einer Frage. Ganz kurz ein Hinweis. Danke schon mal für den Einblick quasi, wer du so bist. Es kam gerade der Hinweis, dass bei manchen dein Mikrofon etwas schrabbelig ankommt, weil es fährt. Ich weiß nicht, ob du ich verstehe dich gut. Ich denke, ich hoffe, es können alle alles verstehen. So, genau. Aber genau. Ja, einfach nur so, falls du irgendwas verändern kannst oder Mikrofon anders halten kannst oder so. Das passt. Sonst, ich habe alles verstanden. Ich glaube, alle haben alles verstanden. Machen wir sonst einfach weiter. Genau. Ja, vielen Dank für die Einführung. Genau. Also kommen wir von den Schüchternen. Wie hast du gesagt, Schüchternmedien? Wahrscheinlich heute eher zu den lauteren Medien. Und das wäre eigentlich auch schon die nächste Frage, wie du eigentlich den Aufstand der nächsten Generation beschreibst. Also seid ihr der Aufstand? Seid ihr die letzte Generation? Sind wir alle die letzte Generation? Was hat es eigentlich mit diesem Namen auf sich? So. Sehr gute Frage. Ja, also die Geschichte fängt im Sommer 2021 an. Und zwar war es da so, dass das August Rise Up in Berlin stattgefunden hatte. Das war eine Zusammenkunft von verschiedenen Gruppen zivilen Ungehorsams, vor allem geprägt durch Extinction Rebellion. Und diese Menschen hatten da so Aktionen geplant und hatten den Mut, die Bundestagsdebatte so ein bisschen zu beeinflussen. Also da war es ja noch so, dass die Wahlen anstanden und haben aber gemerkt, dass sie fast nichts bewegen konnten und haben deswegen beschlossen, einen Hungerstreik zu starten. Da war ich überhaupt nicht beteiligt, ich habe das fast gar nicht mitbekommen. Aber auf jeden Fall hieß das der Hungerstreik der letzten Generation. Und die letzte Generation hier meint gar nicht so etwas wie eine Gruppe von Menschen, die alle gleich alt sind, wie ja sonst Generationen, sondern das bezieht sich auf eine ganze Menge Zitate, die ziemlich ähnlich klingen. Also zum Beispiel gibt es eins von Barack Obama, der sagt, dass wir die letzte Generation sind, die viel tun können und die erste Generation, die den Klimawandel so richtig zu spüren bekommen. Und so ähnliche Zitate gibt es auch von deutschen Wissenschaftlern, aber die zielen quasi alle darauf ab, dass unser Hebel zum Handeln immer kürzer wird, was das Klima angeht und unsere, also das, was wir spüren, immer schlimmer wird. Mhm. So ist Definition gemeint. Also quasi die Leute, die jetzt alle gerade politisch aktiv sein wollen oder können. Mhm. Okay, ja. Okay, ja genau, du hattest ja auch schon ein paar Zitate drin. Ich habe tatsächlich auch auf eurer Webseite noch ein Zitat gelesen von Papst Franziskus, der auch sagt, es besteht noch Hoffnung, es bleibt noch Zeit, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden, aber nur, wenn schnell und energisch gehandelt wird. Und dieses energisch, da bin ich tatsächlich auch drüber gestolpert. Das ist auch ein sehr starkes Wort, was scheue Medien angeht oder laute Medien. Genau. Da wollte ich auch mal fragen, was sind eure Kernthemen im Moment? Weil ihr habt jetzt so ein bisschen das Thema gewechselt. Wir haben natürlich jetzt den Fokus auf Essen retten. Kannst du da noch was zu sagen, wie ihr die überhaupt wählt oder was da jetzt eure Themen gerade sind? Ja, also die Motivation bei der Themenwahl ist so, dass wir etwas suchen wollen, was so konkret wie möglich ist und aber auch eine große Mehrheit hinter sich versammeln sollte, wenn wir alles richtig machen. Und so sind wir auch zu dem Thema Essen retten gekommen, dass wir gedacht haben, das, was die Bundesregierung tun kann, ist vor allem
im Handel und in der Erzeugung der Lebensmittel. Und da haben wir uns überlegt, na, wo ist der größte Hebel? Und da gibt es auch eine Studie von WWF, wo die gesagt haben, die größte Erfolgschance, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, ist beim Handel. Und deswegen war da unsere Forderung, dass Supermärkte kein Essen mehr wegwerfen dürfen. Ich sage jetzt wahr, du hast es gerade schon richtig gesagt. Wir haben indessen die Forderungen gewechselt. Ist aber nicht so, dass wir das alte doof finden, sondern wir wollen sagen, wir schöpfen das so weit aus, wie wir das medial und von der Politik her hinbekommen. Also wir hatten da ganz viele Treffen, natürlich mit der Presse, aber eben auch mit der Politik. Und haben dann aber gemerkt, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir nicht tiefer bohren können, sondern wo wir das erstmal leider für sich köcheln lassen müssen. Also was ich meine ist, zum Beispiel kam die Rückmeldung aus dem Landwirtschaftsministerium, dass sie ja unbedingt das umsetzen wollen, aber nicht, wenn die Öffentlichkeit die ganze Zeit nachfragt. Also sie wollen doch bitte mal ihre Ruhe haben. Und dann machen sie das auch. Ob das so gelingt, werden wir sehen. Also wir werden das auf jeden Fall sehr genau beobachten und dann auch wieder zurückkehren zu dem Thema Lebensmittelverschwendung. Für uns ist aber immer die Perspektive das Klima. Also dass dort Ressourcen drin stecken, dass dort also die Möglichkeit drin ist, CO2 einzusparen. Ja, das heißt, ihr seid ja schon auch im Austausch mit der Politik oder reagiert da auch, was wie am besten vielleicht gerade am wirksamsten ankommt an Themen. So verstehe ich das jetzt gerade. Okay. Ja, okay, dafür, genau. Das ist auch noch ein interessanter Aspekt auf jeden Fall. Dass ihr nicht nur dort seid, sondern eben auch eben der Austausch auch super wichtig ist wahrscheinlich. Genau, also es ist leider so, zwei Sachen sind ein bisschen doof in der Politik. Also man kann da ganz viel diskutieren, aber es ist, ich glaube, sehr viel Psychologisches dabei, nämlich, dass sich die Politik ziemlich von dem Alltag treiben lässt. Also wenn da fünfmal irgendwelche Reporter nachfragen nach einem bestimmten Thema, dann geht das auch in den Hinterzimmern weiter. Ne? Also dann sprechen zum Beispiel die Ministerien miteinander oder dann die Koalitionäre, also die Ampelkoalition, die sprechen dann miteinander über genau dieses Thema. Das heißt also, die hängen so ein bisschen ihr Fähnchen nach dem Medienwind. Das ist vielleicht nicht immer ideal, weil da bleiben langfristige Dinge wie gerade Klima auf der Strecke. Und das andere, was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass wir über vieles, was wir besprochen haben, nicht sprechen dürfen. Also das war eben in genau diesen oft zitierten Hinterzimmern, also dass wir richtig produktive Treffen hatten, wo uns Zugeständnisse gemacht wurden, die wir aber nicht öffentlich nennen dürfen. Okay, sodass es auch schwierig ist, sich darauf wieder zu beziehen, wenn dann doch nichts passiert oder wenn die Forderung ist, seid mal ein bisschen leiser, dann können wir es in Ruhe klären. Okay, ist eine interessante Strategie auch. Ich meine, bezüglich Medien fand ich es auch sehr oder sehr spannend eigentlich, dass ihr so schnell auch sehr sichtbar geworden seid. Wie habt ihr das quasi geschafft, also da in so viele Kanäle reinzukommen? Ich meine, es ist sicherlich auch was Spannendes, worüber man gerne berichtet oder jede Art von Zeitschrift, aber genau, was willst du da sagen? Also ich glaube, der Grund ist nicht besonders schön. Also der Grund ist auch etwas, was ich ziemlich unangenehm finde, nämlich, dass ein Teil unserer Aktionsformen extra darauf ausgelegt sind, zu stören. Und so von meiner menschlichen Aufmachung möchte ich gar nicht stören. Ich möchte eigentlich immer ganz nett sein und so. Ne? Und da ist das für mich eine ziemliche Überwindung, mich dann auf die Straße zu setzen und zu wissen, ich halte hier gerade Leute an. Aber das ist auf jeden Fall der eine Teil. Und das andere ist, dass wir diese Container-Aktionen hatten, wo wir uns selbst angezeigt haben. Das heißt also, wir haben uns dabei gefilmt, wie wir die Polizei anrufen, wie wir sagen, wir begehen hier gerade Diebstahl. Das waren Lebensmittel, die wir gerade ganz frisch aus der Tonne geholt haben und wir dann auch zum Teil abgewartet haben, bis die Polizei da war und die dann auch gebeten haben, eine Anzeige aufzunehmen. Und das Ganze ist natürlich etwas, was die Aufmerksamkeit da drauf lenkt und auch etwas, was so in der Form, glaube ich, den Medien noch nicht passiert ist. Und da freuen die sich natürlich, wenn sie darüber berichten können. Ja, genau. Das war auch das, worüber wir im letzten Küchentisch vor einem Monat mit Jörg Alt gesprochen haben. Das war genau diese Aktion, die eigentlich, also er sich euch angeschlossen hat und da eben sich auch selber angezeigt hat. Genau, da hatten wir auch schon ein interessantes Gespräch vor einem Monat. Deswegen ist es schön, dass wir das jetzt nochmal aufnehmen können, quasi so das ganze Bild von vom Aufstand der letzten Generation zu bekommen. Ja, ich meine, die Aktionsform ist tatsächlich was viel in der Kritik steht und was viel auch diskutiert wird, vielleicht sogar, wodurch vielleicht sogar die inhaltlichen Sachen in den Hintergrund rücken. Da vielleicht erstmal auch die Frage, wieso wählt ihr gerade diese Form des zivilen, die Form des zivilen Ungehorsams? Gerade wenn du auch sagst, ja, es ist für dich auch echt eine Überwindung. Also ich
kann mir vorstellen, dass viele eine Überwindung ist, so zu stören. Und weil es eben auch Gegenwind gibt und Kritik. Wieso macht ihr genau das jetzt? Also das eine ist tatsächlich, dass wir durch das Stören die mediale Aufmerksamkeit kriegen. Aber das ist bei weitem nicht das Gesamtbild, sondern eine andere Sache ist ja auch, dass wir mit dem Namen dazu stehen. Also zum Beispiel im Gegensatz zu Ende-Gelände-Aktionen, die ja auch zivilen Ungehorsam dann in der Kohlegrube machen, ist es für uns die Strategie, dass wir sagen, wir gehen da immer mit unserem Namen rein, wir bleiben ganz ruhig, wir warten, bis die Polizei unsere Personalien aufgenommen hat, wir rennen da nicht weg oder so. Und gleichzeitig lassen wir uns dann aber auch einsperren. Und das ist auch der Grund, warum ME leider gerade nicht hier sein kann, weil die typische Polizeireaktion eben ist, dass wir eine Zeit auf der Polizeistation verbringen müssen. Das ist diese GESA, von der ihr vielleicht gehört habt. Und das bedeutet, dass dadurch auch ein bisschen die Dringlichkeit transportiert werden soll. Also ich weiß nicht, wie sehr das in der Bevölkerung ankommt, aber für mich ist das überhaupt gar kein Schauspiel, sondern es ist so, dass ich für Klimaschutz bereit bin, allerhand Unbequemlichkeiten auf mich zu nehmen. Und dazu gehört eben auch, dass wir uns zum Beispiel ankleben, dass wir in die Polizeistation gehen und dort uns ein bisschen Willkür aussetzen. Also typischerweise ist die Polizei total okay und richtet sich nach den Gesetzen. Aber manchmal gibt es dann eben auch Abweichungen, die uns einfach nur schikanieren sollen und eine ziemliche Willkür sind. Und das bedeutet, dass wir wissen, was wir tun und das trotzdem immer wieder tun, weil uns das Thema so dringend ist. Also das heißt, wir stören nicht nur die Menschen auf der Straße, deren Autos wir blockieren, sondern ein Stück weit gehen wir natürlich auch mit unserer Familie, mit unserem Freundeskreis auf Konfrontationskurs. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Kinder nicht sehen kann, dann tut es mir wirklich weh. Und trotzdem denke ich mir, das ist mir so wichtig mit dem Klimaschutz, dass ich es trotzdem im Moment machen muss. Mhm. Ja. Also es ist quasi auch ein sehr hohes, ja, persönliches Opfer, das ihr da bringt oder einen sehr hohen persönlichen Preis, den ihr da zahlt. Und damit wollt ihr eigentlich zeigen, hey, für uns ist es einfach so unbezahlbar wichtig, dass es gut weitergeht, dass wir das auf uns nehmen. Ja. Und eben dann von mir aus in Polizeigewahrsam geht. Ist es nicht was, also was euch jetzt gerade unglaublich auch auslaugt, wenn immer wieder Menschen in Polizeigewahrsam kommen, zum Beispiel ME war jetzt letztes Wochenende schon und ist jetzt wieder in Polizeigewahrsam, glaubst du nicht, dass ihr dann auch an eine Grenze kommt, wo ihr sagt, okay, vielleicht geben wir auch einfach auf, weil diese Form einfach zu anstrengend ist? Also ein gewisses Risiko besteht auf jeden Fall. Es ist auch absolut nicht barrierefrei in dem Sinn, dass diese Aktionsform für die meisten Menschen nicht in Frage kommt. Und dennoch denke ich, dass das für viele auch eine, sagen wir mal, psychologisch aufwertende Wirkung hat. Also in dem Sinne, dass nicht handeln bei bestimmten Menschen zu Depressionen führen kann. Also was ich meine ist, sie wissen von den Problemen, sie hören, dass die Wissenschaftler sagen, also zum Beispiel, darum ist Klimawandel menschgemacht, ja, nein. Da sagt Wissenschaft ganz eindeutig indessen mit 99% der Studien, das ist menschgemacht und die anderen sagen nichts dazu. Und das bedeutet, dass wenn wir uns auf diese wissenschaftliche Perspektive konzentrieren, dann gibt es überhaupt gar keinen Zweifel, dass wir sofort handeln müssen. Und auch was jetzt die UN, also zum Beispiel der Antonio Guterres sagt, ist, dass wir wirklich wahnsinnig wenig Zeit haben und dass das Leid riesengroß sein wird, also Milliarden Menschen betreffen wird. Und da nichts zu tun, ist für bestimmte Menschen gefährlicher, als in diese verrückte Aktionsform zu gehen. Okay, ja. Genau, ja, gerade auch mit dem Hintergrund von Foodsharing, wo es auch sehr engagierte Menschen gibt, die sich ja auch eben für diese Sache einsetzen, mit dem Hintergrund vom Klimawandel, habe ich auch schon viele kennengelernt, die sich so sehr engagieren, dass eben die Gefahr vom Ausbrennen schon immer wieder irgendwo sichtbar oder spürbar wird. Und ich denke, das ist auch bei vielen Aktivisten oder eben bei Engagement immer auch ein Thema. Aber genau, die andere Richtung ist auch nochmal gut, dass du sagst, kann auch echt, ja, zurückschlagend sein. Ja, wie ist das eigentlich gerade, auch wenn immer wieder welche Personen in Polizeigewahrsam kommen? Seid ihr jetzt eigentlich eine feste Gruppe und dann sind auf einmal alle weg oder können sich auch Leute euch immer wieder anschließen? Oder wie ist gerade so die Dynamik? Kommen immer wieder welche dazu oder ist es einfach dieser Gründungskern, der sich jetzt versucht durchzubeißen? Keine Ahnung.
Ja, also es gibt auf jeden Fall ein deutliches Wachstum, also die Bewegung wird immer größer und es gibt auch immer mehr Rollen, die es vorneweg gar nicht geben musste, weil es viel einfacher war. Also zum Beispiel läuft aktuell eine Mobilisierung über Vorträge und da ist es so, dass jetzt das Land immer in kleinere Teile geteilt wird und Menschen sich dann auf immer kleinere Bereiche konzentrieren und dann zum Teil eben Menschen in derselben Stadt jede Woche einen Vortrag halten und immer wieder Leute dazukommen. Also dass das etwas ist, was ein großes Interesse weckt, also dass Menschen von draußen sagen, sie wollen gerne mitmachen, wie geht das, wo müssen sie hin? Und dann auch wirklich sich integrieren und mitmachen. Natürlich gibt es ein paar, die wieder rausspringen, aber insgesamt ist auf jeden Fall ein ganz deutliches Wachstum. Und weil du gerade gefragt hast, sind dann alle in Gewahrsam? Also wir müssen uns da sehr konzentrieren, dass wir bestimmte Menschen, die die Planung oder die Übersicht haben, dass die eben gar nicht erst auf die Straße gehen, obwohl die das unbedingt wollen. Also das ist eine ziemlich schwierige Entscheidung, weil die natürlich wissen, dass draußen die Wirksamkeit da ist und die Sichtbarkeit da ist. Und wenn die in irgendeinem Hinterzimmer was planen, dann merken die gar nicht so richtig, was passiert. Also das ist, die wissen, die haben die Informationen, aber emotional ist es unbefriedigend, wenn man einfach nur am Schreibtisch sitzt und da die Informationen bündelt. Und die wollen unbedingt auf die Straße und wir sagen dann aber nein, 10% dürfen nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch Menschen, die koordinieren können. Ja. Aha, das heißt, man kann sich euch anschließen, wenn man sich tatsächlich okay fühlt mit so einer, mit eurer Aktionsform, die ja doch sehr krass ist. Also ich hätte auch das Gefühl, dass vielleicht viele sagen, naja, finde ich eigentlich gut, was ihr macht, aber ich würde mich das selber nie trauen, mich auf die Straße zu setzen. Und dann werde ich vielleicht angepöbelt von irgendeinem Autofahrer. Ja, das ist auf Ja. jeden Fall vollkommen legitim. Also es ist so, dass wie bei vielen Aktionsformen, die Menschen, die das im Hintergrund planen und die ganze ja, die ganze Organisation, das ganze Zwischenmenschliche machen, dass die gar nicht so sichtbar sind, natürlich nicht fotografiert werden von den Medien und meistens das auch nicht wollen, dass sie da im Rampenlicht stehen. Trotzdem ist es so, dass es super viele Supportrollen gibt und Rollen, die gar nichts mit Straßenaktionen zu tun haben müssen. Also es gibt Menschen, die am Straßenrand stehen und sich so weit von der Polizei fernhalten, dass sie da nicht in Gewahrsam genommen werden und das einfach nur dokumentieren. Das ist dann später für die Gerichtsprozesse wichtig. Es gibt aber auch Menschen, die betreiben die Webseite oder die machen die Pressearbeit oder bereiten das Essen zu Hause vor, ne, dass wenn die Aktivisten ausgelaugt aus der Polizeistation kommen, dass sie dann nach Hause gehen können und es dann warmes Essen gibt, zum Beispiel. Also Ja. die Rollen, die auch juristisch keinerlei Gefahr darstellen. Ja. Ja, vielleicht jetzt nochmal zum Inhaltlichen, weil tatsächlich es gab auch, also wir hatten ja eine Pressemitteilung auch von Foodsharing gemacht, dass wir an sich die Inhalte jetzt gerade von eurem letzten Thema, also zum Lebensmittelrettengesetz und auch zur Agrarwende, das schon unterstützen, aber die Form ist jetzt nicht die Form, die wir wählen. Und es ist klar, wir sind einfach auch eine andere Organisation als ihr. Da gab es schon auch intern rechte Diskussionen, weil die Frage immer wieder ist, naja, wird durch eure Aktionsform nicht das inhaltlich einfach total verwaschen? Also gerade die Medien sind ja schon scharf darauf zu sagen, ja, keine Ahnung, da saßen wieder drei auf der Straße und irgendwie ein Krankenwagen wurde nicht durchgelassen, oder keine Ahnung. Also solche Titel, wo dann auch einfach nicht richtig direkt ersichtlich ist, dass es eigentlich ums Lebensmittelrettengesetz geht. Also diese Brücke zu schlagen, fällt vielleicht vielen schwer, die euch über die Medien kennen. Wie versucht ihr das zu vereinen oder zu, was ist da euer Hintergrund oder euer Argument, trotzdem so weiterzumachen? Ja, also unsere Richtung ist ja das Klima und da blicken wir auf eine ganze Reihe von Aktionsformen, die uns ein Stück weitergebracht haben und auch wichtige Klimaschutzmaßnahmen gebracht haben, aber auf gar keinen Fall schnell genug. Also es ist so, dass wir glauben, dass wir zum Beispiel mit Demonstrationen genug erreicht haben, um sozusagen die Aktionsform für uns sein zu lassen. Also quasi, wir haben das Niveau erreicht, was man über normale angezeigte Demonstrationen erreichen kann. Und aus unserer Sicht, also für mich zum Beispiel und die anderen Menschen, die bei der letzten Generation aktiv sind, macht diese Aktionsform jetzt nicht mehr so viel Sinn, weil wir aus unserer Sicht eben noch mehr Tempo brauchen und deswegen den zivilen Ungehorsam wählen. Nun ist es so, dass wenn die erste Aktion dieser Art stattfindet, dass dann alle nur darüber reden, da sitzen Leute auf der Straße, genau wie du gesagt hast. Und was wir im Januar gemerkt haben, da haben wir 5 Wochen lang Aktionen gemacht, dass es in den ersten 2 Wochen hauptsächlich darum ging, ist das okay? Was tut das? Ist also
ja, leiten da nicht die Falschen oder sowas. Und diese Fragen sind alle berechtigt, aber wie du schon richtig gesagt hast, das Thema eigentlich war ja Lebensmittelverschwendung. Ne? Und das fing dann so ab Woche 3 an, dass die Medien das viel, viel präsenter gemacht haben, weil die können ja auch nicht immer wieder über dasselbe schreiben. Das heißt, in gewisser Weise ist es ein Vorteil, wenn wir die Aktionen immer und immer wiederholen, weil irgendwann schreibt dann keiner mehr über den Krankenwagen, den wir angeblich nicht durchlassen. Also übrigens, wir machen da immer eine Rettungsgasse. Also da gibt es eigentlich, dass wir das wirklich ganz strikt einhalten. Ja, okay. Das heißt, du sagst an sich, nach der ersten Welle über die Diskussion über die Aktionsform kommt meistens eigentlich eine Welle über den Inhalt eurer Aktion, weil einfach ein Wechsel von Medienpräsenz-Themen da auch notwendig ist. Mhm. Okay. Ja. Ja, und ich fand es auch spannend eben, dass ihr sagt, naja, ihr habt die Aktionsform gewählt, weil es auch wissenschaftlich eigentlich belegt ist, dass die am wirksamsten ist. Das fand ich noch recht spannend, da als Hintergrund das zu sehen. Und es ist sicherlich nicht die, die für jeden quasi die bestgeeignetste ist. Du brauchst sicherlich auch einen starken Rückhalt. Genau. Also was da aus meiner Sicht faszinierend ist, ist, dass wir als Demokratie gar nicht so sehr geübt darin sind, wie wir Meinungen verteilen. Also was ich meine ist, wir können schon beobachten, dass bestimmte Themen erst ein zum Beispiel sehr linkes Thema waren und plötzlich dann aber in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Also beispielsweise die Homo-Ehe, die wahrscheinlich vor 50, 60 Jahren noch ein ziemliches Randthema war und dann irgendwann ist es aber akzeptabel. Und wie das so von Mensch zu Mensch weitergeht, das ist ja ganz oft über Mobilisierung, über Aktionen. Und da ist es so, dass wir, denke ich, recht wenig Erfahrung darin haben, wie wir das als Demokratie, als Gesellschaft machen. Und was du gerade angesprochen hast, diese Studien, die beziehen sich darauf, dass wenn man also friedlichen zivilen Ungehorsam macht, wie weit kommt man da? Ne? Also die haben da einfach geschaut, weltweit bei sozialen Konflikten, ja, wie viele davon hatten Erfolg? Und da ist total klar, dass sobald Gewalt im Spiel ist, erreichen zwar manche immer noch was, aber die Chance, dass das dauerhaft bleibt, ist super gering. Deswegen ist für uns alles, was irgendwie Menschenleben gefährdet oder ja, Verletzungen, absolut ausgeschlossen. Das muss auf jeden Fall friedlich bleiben. Ja, vielleicht jetzt auch noch vor dem Übergang, quasi um die große Runde zu öffnen, noch die Frage, also was für Aktionen macht ihr eigentlich? Ihr setzt euch ja nicht nur auf die Straße, du hast eben schon von Vorträgen gesprochen. Und was ist da vielleicht auch im Moment noch in der Planung, was ihr da machen wollt? Was steht da an? Oder fokussiert ihr euch jetzt auf Autobahnen? Das kann auch sein. Ja, genau. Also das Wichtige ist, glaube ich, dass wir immer Aufmerksamkeit auf unsere eigentlichen Themen lenken wollen. Also wir machen die Aktion nicht der Aktion willen, wir machen das Stören nicht des Störens willens, sondern es geht eigentlich immer darum, dass wir Klimaschutz etablieren wollen und da versuchen, die Aktion sozusagen als Mittel zum Zweck zu benutzen. Aktuell ist es so, dass wir eine Phase der Aktion in Frankfurt am Main haben und da ist es sind es hauptsächlich Straßenblockaden. Und dort geht es darum, dass die Bundesregierung immer noch Genehmigungen rausgibt für neue fossile Anlagen, für neue fossile Infrastruktur und die auch finanzieren wird. Und das wollen wir unbedingt verhindern. Deswegen wollen wir ein Versprechen von der Bundesregierung, dass sie das nicht mehr tun. Und dann würden die Aktionen sofort gestoppt werden. Und wir merken aber jetzt schon, dass wir da nicht so wirklich Gehör bekommen, weil gerade leider der Ukraine-Krieg alles übertrumpft. Aber die Gemeinsamkeiten sind total offensichtlich, weil auch dort geht es ja um das Geld, was wir Putin schicken, indem wir seine fossilen Brennstoffe kaufen. Und deswegen wird die nächste Eskalationsstufe sein, dass wir uns mit den Pipelines beschäftigen. Also es ist so, dass wir in einem offenen Brief der Bundesregierung das auch schon gesagt haben, dass es aus unserer Sicht nicht akzeptabel ist, dass wir einfach weiter russische Ressourcen in unser Land fließen lassen, also in Form von Erdgas und Erdöl. Und da wollen wir symbolische Aktionen machen, auch wieder komplett gewaltfrei und auch so, dass den Firmen zwar ein wirtschaftlicher Schaden entsteht und dass wir als Gesellschaft darüber ins Gespräch kommen, aber dass es nicht darum geht, da jetzt Menschen leiden zu lassen. Also wir werden nicht die Gaszufuhr so stören, dass massenhaft Menschen frieren müssen oder so. Also das muss auf jeden Fall ausgeschlossen sein. Da müssen wir sehr, sehr gut recherchieren. Okay, das heißt, im Moment läuft wieder Recherchearbeit und da auch Ideensammlung. Welche Form des Protests in diesem Bereich zu euren Werten auch irgendwie passt. Ja. Ganz genau. Das, ja, okay. Gut, dann schon mal vielen Dank für die ersten, also für diesen schon mal großen Einblick und das Kennenlernen mit dir. Ich würde jetzt die Runde öffnen.